Hi Leute, nichts ist umsonst. Okay, in dem heutigen Video geht es darum, dass nichts hier auf der Welt umsonst ist. Du kriegst nichts umsonst. Ein kleines Paradox, ich habe neulich auch mal ein Video gemacht, du kriegst alles kostenlos. Das ist aber so, und das Video ist schon älter. Wenn ich es wieder finde, verlinke ich es in der Infobox. Du kannst alles kostenlos an Infos bekommen, alles was du zum Überleben brauchst, kannst du kostenlos bekommen, ohne Geld. Dieses finanzielle Mittel, wo wir heutzutage als Tauschmittel benutzen, kannst du. Erst hatte ich oft gedacht, hey, viele erzählen ja immer, oh, sie haben kein Geld oder dies oder jenes. Dann habe ich gedacht, zeige ich Möglichkeiten den Leuten, wie sie es auch ohne Geld erreichen können, kostenlos. Habe auch meine Infos oft, immer noch haue ich meine Infos größtenteils komplett kostenlos einfach raus. Wie die Videos, es sind über 500 Videos auf YouTube, wo ich in den letzten Jahren gemacht habe. Du kannst dir alles Infos kostenlos holen. Auch kannst du dir in eine Bücherei gehen, kannst jedes Buch kostenlos durchlesen, kannst überall reinlesen und kannst dich auch in den Laden hocken und das Buch komplett durchlesen. Die wenigsten sagen da, glaube ich, was. Dementsprechend, du kannst auch kostenlos ins Internet, kostenlose Hotspots, egal was, du kannst jede Information der Welt heutzutage kostenlos bekommen. Der Punkt ist, du musst sie dir zusammensuchen. Du musst selektieren, du musst dir die Arbeit machen, was stimmt, deine eigene Erfahrung draus ziehen. Und irgendjemand hatte auch die Arbeit, das online zu stellen. Und genauso kannst du kostenlos überall dir dein Essen sammeln, kostenlos, ohne Geld, kannst du dir hingehen und das Essen sammeln. Essen kostet auch nur was, wenn du jemanden dafür bezahlst, dafür, dass er es anbaut, selektiert, dir bringt. Dafür bezahlst du. Das ist der Punkt. Und im Grunde ist nichts umsonst. Irgendjemand hat immer die Arbeit. Wenn du essen möchtest, dann musst du es dir holen. Dann musst du da Energie reinstecken, damit du Essen bekommst. So läuft es in der Natur. Du musst irgendwo hinlaufen, zu einem Baum. Oder du bezahlst jemanden, dass er zu einem Baum hinläuft, dir was bringt. Egal was. Es steckt immer eine Arbeit dahinter. Nichts ist umsonst. Und wenn du denkst, du bekommst alles umsonst im Leben, dann bist du an einem falschen Punkt gerade. Hast du da einen Denkfehler? Du steckst deine Energie, deine Aufmerksamkeit wo rein und dann durchschaust du, wie es funktioniert. Und das ist das Schöne. Und das ermöglicht dir so viel. Aber möchte ich natürlich auch nochmal auf die Glaubenssätze eingehen, was Geld betrifft. Weil das bei vielen unglaublich tiefe Glaubenssätze sind. Bei mir selbst, ich habe mich unglaublich blockiert. Gerade in der alternativen Szene oder in diesen Gutmenschenkreisen. Wo ich auch immer dachte, da wäre ich dabei. Da ist ja Geld teilweise in einem sehr schlechten Ruf, aber Geld ist das, was dir hier eine unglaubliche Freiheit, eine unglaubliche Handlungsmöglichkeit gibt. Dadurch kannst du unglaublich viel total gezielt machen. Du kannst es frei fließen lassen, du kannst die Projekte. Ich habe gemerkt, es gibt mir unglaubliche Freiheit, Projekte zu starten und das möchte ich in Zukunft machen. Das ist das, wenn du lieber so das irgendwie bekommen magst und lieber so die Arbeit und Zeit da reinstecken magst, kannst du das machen. Du kannst auch direkt das Geld nehmen, das ist egal. Aber dir muss immer bewusst sein, auf das möchte ich in dem Video hinaus, dir sollte immer bewusst sein, dass nichts umsonst ist. Irgendjemand hat da Arbeit und Zeit reingesteckt, wenn es du nicht gemacht hast. Da steckt eine Energie, Arbeit, Zeit drinnen.
Und die solltest du wertschätzen. Die solltest du für alles, solltest du die wertschätzen. Einfach nur ein Sonnenuntergang. Es funktioniert alles reibungslos in diesem Kosmos, in diesem Universum. Es ist unglaublich, was hier passiert. Und wir sehen diese einfachen, schönen, klaren Dinge gar nicht mehr. Es ist unglaublich. Da sollte man wieder hinkommen. Diese Wertschätzung, diese Dankbarkeit entwickeln, in jedem Moment diese Bewusstheit entwickeln. Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Dazu gibt es zum Beispiel Möglichkeiten, dass du ein Dankbarkeitstagebuch führen kannst. Habe ich auch in der kostenlosen Lektion, ist unten drunter verlinkt, einfach in der Infobox schauen, zum Happy Life Kurs, kostenlose Lektion, kannst du dir anschauen. Und ein Dankbarkeitstagebuch starten. Wie du das genau machst, erkläre ich dir eben deine Lektion. Das ist eine Möglichkeit. Und wenn du diese Zeit und Energie wo reingesteckt hast, dann löst es auch automatisch eine ganz andere Dankbarkeit aus. Wenn du wohin gegangen bist, zu einem Baum, und dann merkst du auch, dass alles da im Überfluss da ist. Aber du musst erstmal die Zeit und Energie reinstecken anfangs. Dann bekommst du es reichlich ausgezahlt und eine reiche Ernte. In den Kursen habe ich es eben auch klar strukturiert und auch das Unwichtige weggelassen. Nur das, was dir gerade an dem Punkt, wo du bist, weiterhilft, gebe ich dir da an die Hand. Es bringt nichts, von irgendwelchen Straßen in Rom zu reden, wenn man gerade hier in Bayern oder wo auch immer, in Niedersachsen, keine Ahnung wo ist. Es bringt dir nichts, von irgendwelchen Punkten zu reden, wo man gerade nicht ist. Zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Verhältnis und Maß. Es ist eine Kunst, es wieder zu lernen. Und dann danke ich dir fürs Zuschauen, für deine Aufmerksamkeit. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Genieß ihn. Genieß es. Egal, was du gerade machst. Mach's gut. Ciao.